Heute möchte ich euch mal mit in meinen Garten nehmen, zum Gartenteich und euch die Fische zeigen. Ihr seht hier, die Fische im Gartenteich schwimmen, weil es Winter ist, relativ langsam, relativ weit unten. Und ich kann euch verraten, die Temperatur im Gartenteich hat relativ genau 5 Grad. Ein paar Tage davor war der Teich zugefroren. Ihr seht, die Fische sind trotzdem geschwommen, sie bewegen sich ganz langsam, ist normal im Winter, und die Temperatur im Teich beträgt genauso 5 Grad, zumindest unten. Oben an der Oberfläche ist Eis, also muss die Temperatur eigentlich 0 Grad betragen. Wie ist es jetzt mit den Fischen? Schauen wir uns erstmal an, wenn Sommer ist. Wie sieht's aus im Garten? Sonne scheint und da ist natürlich auch unser Teich. Und im Sommer kann man natürlich baden gehen. Vielleicht nicht im Teich, aber im See. Wenn man jetzt unter Wasser geht, dann schwimmen da die Fische ziemlich wild durcheinander, manche unten, manche oben. Wenn man runtertaucht, merkt man, je tiefer man in den See eintaucht, desto kälter wird's. Messen wir einmal oben die Temperatur und einmal unten. Unten hat es vielleicht 10 Grad. Wenn man tief genug taucht, vielleicht auch 4 Grad. Oben an der Wasseroberfläche kann es 20 Grad haben. Schauen wir uns an, was passiert. Immer noch. Unser Garten, Teich dazu, aber jetzt im Winter. Es ist kalt. Der Teich wird auch kalt. Friert vielleicht noch nicht zu, aber wenn man die Fische beobachtet, die schwimmen alle unten. Messen wir wieder die Temperatur, einmal unten, einmal oben. Unten haben wir ungefähr 4 Grad. Oben an der Wasseroberfläche ungefähr 1 Grad. Wenn es gefroren ist, vielleicht auch 0 Grad. Warum das jetzt so ist mit dem Wasser, was oben und unten verschieden warm ist, möchte ich euch mit ein paar Experimenten zeigen. Ihr seht ja schon, wenn ich Eis ins Wasser werfe, schwimmt es oben. Das kennt ihr. Jetzt möchte ich mal Wasser wiegen. Ich nehme ganz normales kaltes Wasser aus der Leitung und stelle es auf die Waage. Es wiegt, Achtung, 1 Liter, 1 Kilogramm. In BNT sprechen wir davon, Wasser hat die Dichte 1, 1 Kilogramm pro Liter. Eiswasser hat eine Dichte von 951 Gramm pro Liter, ist also leichter. Jetzt probieren wir das Ganze mit heißem Wasser. Wieder aus dem Wasserhahn, heißes Wasser, 1 Liter genau, wiegt 984 Gramm. Also wieder eine Dichte von 0,984 Kilogramm pro Liter. Auch leichter als das kalte Wasser. Deswegen ist jetzt ganz einfach zu erklären, warum unten das 4 Grad warme Wasser ist, was schwerer ist als oben das 1 Grad kalte Wasser. Genauso im Sommer, unten das 4 Grad kalte Wasser ist viel schwerer als das 20 Grad warme Wasser. Deshalb sinkt es nach unten.